So, wir machen jetzt endlich weiter. Heute steht Elektronik und Renovieren an. Wir haben nämlich ein paar Kommentare gelesen und haben selber auch gemerkt, dass die Gewindespindeln nicht so geil sind. Deswegen haben wir so, wie heißen die Dinger nochmal? Ich sag mal veränderte Gewindestange. Leitspindel. Wir haben so Leitspindeln besorgt. Überall für jede Achse. Und das macht Marvin. Und ich mache mit Christopher. Moin. Die Elektronik. Und jetzt darfst du auspacken. Ah, das ist immer so Kampf-Falks-Job, also diese Kamera. Bei mir sieht das immer aus wie Gold und Rüben. Das ist voll fest. Alter, was ist das für eine Verpackung hier? Das kann nicht wahr sein. Ich bin auch gleich soweit. Entschuldigung. Fertig! Hier ist kein Platz. Erzählst du? Falk hat gesagt, ich soll jetzt erzählen. Ich mach selber. Wir bauen die Fräse jetzt nochmal auseinander. Warum machst du denn jetzt? Wir bauen die Fräse jetzt einmal auseinander, damit Christopher und ich die Elektronik einmal am Tisch checken können und Marvin. Ich baue die auseinander. Ja. Hast du uns eigentlich schon abonniert? Wir haben insgesamt 4 Schrittmotoren, 2 von den dickeren für unsere Y-Achse, einen für die X-Achse, der ist nur halb so groß, und dann noch einen kleinen für die Z-Achse. Der muss den eigentlichen Fräskopf nur hoch und runter bewegen. Und das versuchen wir jetzt mal mit 3 Treibern anzusteuern. So, während Christopher da hinten die Motoren macht und Marvin hier sich langweilt. Warum werde ich jetzt wieder so blöd dargestellt? Mache ich mal die Endschalter, weil wenn die Motoren, die wissen von sich aus ja nicht, auf welcher Position gerade der Schlitten steht. Deswegen, wenn man die Maschine startet, drehen die Motoren erstmal in eine Richtung, bis der Schlitten an eine Position kommt, wo ein Endschalter gedrückt wird. Und dadurch wissen die Motoren, okay, jetzt habe ich einen Nullpunkt erreicht. Dafür müssen wir jetzt aber an unsere ganze Konstruktion nochmal ein paar Schalter anbringen, was wir vorher leider nicht bedacht haben. Hauptsächlich Marvin nicht bedacht hat. Oh nein, das... Das ist die alte Mutter mit dem kleinen feinen Gewinde und das ist das neue Bauteil mit dem Spindelgewinde. Spindelgewinde. Mit dem Spindelgewinde. Und damit sollten wir jetzt wesentlich besser vorankommen. Danke für den Tipp. Marvin hat jetzt einen geilen Plan. Wir machen an die Schraube, nehmen wir die Mutter erstmal ab mit der Unterlegscheibe und dann haben wir hier ein Blech mit so einem Taster drin. Den wollen wir jetzt da anbringen und dann fährt der quasi immer auf der Höhe gegen den Taster. Oh nee. Falk, alles gut, oder? Ja. Achso, zieh mal den raus. Das riecht hier die ganze Zeit so. Ich hab mich auch schon gefunden. So, weil ich hab da nämlich was in Stand gesetzt, ne, was jemand kaputt gemacht hat. Man sieht's kaum. Da sieht man so ein bisschen noch den Kleber. Ja, so ein bisschen. Vielleicht war uns der kurz weggebrochen, aber wir haben ja jemanden, der alles reparieren kann, was er an die Finger kriegt. Und in dem Ding ist auch schon passend für den Endschalter ein Einlass drin. Marvin vergisst euch total. Der baut und baut, aber erzählt nichts dazu. Ja, ich suche erstmal. Für was denn? Für den Steuerungskasten, wo dann die ganze Elektronik, wie zum Beispiel Android und die ganze anderen... Android? Android reinkommt. Marvin redet von so einem Android da. Von so einem... Also erstmal haben wir hier die neue... Wie hieß die Schlange nochmal? Leitspindel eingebaut. Dann haben wir hier drüben den letzten Schalter eingebaut, quasi für den Nullpunkt. Mit einem verstellbaren Nullpunkt. Also das ist der Kasten, wo die Elektronik rein soll? Mhm. So in etwa in die Mitte, ne? Geil, hast du das selber gefräst? Ja, mit der CNC-Fräse. So. Der Motor ist auch durchgecheckt, der kommt jetzt auf die X-Achse. Hinten hat Marvin schon für die Y-Achse die beiden Motoren angebracht. Und dann fehlt nur noch der hier oben, der Kollege. Für den kleinen Schrittmotor haben wir noch hier so einen kleinen A4988 Treiber. Der wollte vorhin die ganze Zeit nicht und jetzt macht er einfach das, was er soll. Komisches Ding. Naja, Hauptsache er läuft jetzt. Stillhalten. Stillhalten.
Wir haben ja jetzt hier neben dem Arduino den A4988 Schrittmotortreiber verbaut und darunter einen Step-Down-Wandler, der von den 12 Volt auf 5 Volt runterregelt, damit der Arduino direkt in diesem Kasten mit Strom versorgt wird. Dadurch, dass das Ganze jetzt ein bisschen wärmer wird, haben wir uns überlegt, dass wir direkt in die Gehäuseabdeckung einen kleinen PC-Lüfter hinterklemmen, der dann einfach von innen die warme Luft nach draußen wegpustet. Und da wir eh schon Strom in dem Kasten haben, können wir den auch ganz leicht hier noch mit anschließen. Wo wir jetzt was anderes gemacht haben, hat Falk jetzt Elektronik weitergemacht und jetzt geht's weiter mit dem und dem. Ja, das war eine gute Moderation. Wir haben jetzt noch ein bisschen was an der Elektronik weitergemacht und wir haben jetzt ein Paket zugeschickt bekommen. Das allererste. Wir packen es jetzt erstmal aus. Falk, auch mal. Ah, what's this? Guck dir das an. Defekt. Ja, wir haben eine neue Fräse für unsere Fräse. Geil. Und vom Gewichtsset auch. Danke, Hendrik. Also, krass. Vielen herzlichen Dank. Tja, wenn ihr noch was habt, was ihr loswerden wollt, schickt es uns. Wir brauchen es. Ich würde tatsächlich Opferplatte genannt, weil die halt da drunter sitzt und du immer wieder reinbohrst und immer mal wieder ein Stück wegnimmst. Wir haben es, also zumindest ist jetzt alles verkabelt. Das zeigen wir euch nochmal genau, wie, was und wo. Wir haben jetzt als Netzteil ein altes PC-Netzteil, wo man ein paar mal 12 Volt rauskriegt. Oh, ich hab ein bisschen Bammel. Hi. Du wirkst ein bisschen nervös. Guck dir das mal an, was wir hier gebastelt haben. Oh, jetzt hängt der irgendwo. Einschlag! Ich hab gerade Taster gedrückt. Ja, ich sag ihm wieder, fahr rein. Gib dir Taster! Das ist gerade die Z-Achse. Achtung, er kann gleich wieder... Ah, die Schraube. Die Schraube hängt auf den Boden. Da sind so viele Taster. Weiter. Jetzt ist dagegen. Es ist am Nullpunkt. Du musst dir mal Instagram holen, dann kannst du dich auch um einen Instagram-Account kümmern. Wenn Marvin sich Instagram holen soll, dann schreibt mal in die Kommentare, dass er sich Instagram holen soll. Mit einer Begründung, warum ich mir Instagram holen sollte, wäre geiler. Ich schieb dir mal ein paar Bilder, die kannst du bei Instagram hochladen. Dreh mal die Geschwindigkeit runter. Also es geht jetzt nur darum, dass wir die richtigen Zahlen in die richtigen Zeilen eintragen. Und die Schritte, die machen müssen. Das sind Zahlen, in Zeilen. Ja, damit ist ja. Die oben hören auch nur die ganze Zeit. Aus! Strom! Strom! Aus! Okay! Strom! Aus! Oh, sorry! Das macht er aber. Es war eiskalt. Aber jetzt. Broken. Diese Kette macht voll viel her, finde ich. Sie hat so ein bisschen was vom Bagger. Ja, wir haben einen Bagger gebaut, Frank. Alter, mal einen eigenen Bagger bauen. Ja, fährt hoch, fährt runter, hat seinen Nullpunkt erkannt, fährt langsam hoch. Jetzt wieder runter, Anschlag. Oh, er hat seinen Nullpunkt auf der X-Achse erkannt. Dem geht's gut in dem. Und. Nullpunkt. Was? Das sieht gut aus hier. Nullpunkt. Nullpunkt. Alter, ist das geil. Ist er jetzt auf seiner Nullposition? Das ist seine Nullposition. Oh, willst du mit angucken? Gleich Sende! Das ist kein Schalter! Das ist kein Schalter, Junge! Oh, er macht! Der tut's ja wieder fräsen. Oder mag er nicht, weil jetzt zu schwer ist. Soll ich mal hochnehmen? Ja. Nee, helf mal mit. Jetzt geht er hoch. Oh nee. Also müssen wir da vielleicht den Motor gegen einen dicken austauschen. Ich glaube, Testfräsung wird heute nichts. Also wir brauchen einmal eine Kupplung aus Stahl und nicht aus Alu. Und der Motor muss gegen diesen Motor ausgetauscht werden.
Technik, die begeistert. Was sagen wir denn jetzt? Ja, dass wir die Fräse eigentlich soweit schon zum Laufen gebracht haben, bis auf ein ganz kleines Stück, was noch fehlt. Ja. Bis auf ein, zwei kleine Mängel, die wir noch beheben müssen. Ja, aber das haben wir auch jetzt erst gemerkt. Der eine Motor ist halt einfach zu schwach für die ganze Fräse. Ja, zumindest sehr hier hoch für die Z-Achse. Wenn die Fräse drauf sitzt, kriegt er den nicht hochgehoben, weil der Motor viel zu schwach ist. Ja. Und den tauschen wir jetzt nochmal aus. Den Motor an der Seite tauschen wir auch nochmal aus. Der wird ganz schön heiß. Deswegen, da kommt nochmal ein dicker Motor wieder hinten dran und hier auch nochmal so ein dicker. Und die Adapter von den Schrittmotoren zu den Gewindestangen, wollte ich schon sagen, zu den Leitspindeln. Müssen wir auch aus Stahl machen und nicht Aluminium. Weil uns die Gewinde da wegbrechen. Also noch ein paar Sachen, aber dann sollte es nächstes Mal gehen. Haben wir letztes Mal auch gesagt, glaube ich. Ach. Hey, dafür gibt es mehrere Teile von der Fräse. Gibt doch ein Video. Das ist gut. Ihr seid live dabei. Was gibt's Besseres? Diesmal dauert es bestimmt keinen Monat, bis das nächste Video kommt. 5 Wochen haben wir jetzt. Nein, wir beeilen uns. Marvin verspricht euch das. Und Falk auch. Denn er schneidet die Videos. Macht's gut. Ciao. Ciao.